Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei EMP TV. Ich bin die Jenny und heute geht es um Metal Girl Problems, die Follower Edition. Bevor es aber jetzt losgeht, habe ich eine große Ankündigung zu machen, denn wir haben uns für euch stark gemacht und ihr habt ab sofort die Möglichkeit, einen Rabattcode einzulösen. Gebt einfach den Code EMPTV ein und ihr bekommt ab einem Bestellwert von 40 Euro im Bereich Band, Merch und Gaming 15% Rabatt. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, würde ich euch aber empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr für jedes neue Video benachrichtigt werdet. Auf los geht's los und ab dafür! Wir haben die letzten Videos durchstöbert und haben mal herausgefiltert, was ihr uns in den Kommentaren geschrieben habt, was uns Metal Girls am meisten aufregt. Die wichtigsten Punkte haben wir jetzt in diesem Video zusammengefasst. Los geht's mit der unumstrittenen Nummer 1, die Aussage, die uns alle Mädels am meisten nervt. Du hörst Metal? So siehst du überhaupt gar nicht aus. Oh boy. Punkt Nummer 2, der uns absolut nervt. So eine aggressive Musik? Das ist doch nichts für Mädchen. Nein, du hast nicht genug abgewartet. Aber weg. Nein, wir können es doch lassen. Sorry. Punkt Nummer 3, und mich frustriert es, dass ihr das wirklich hören müsst. Du hörst doch nur Metal, weil dein Freund Metal hört. Ach ja, ach ja, ach ja. Punkt Nummer 4. Du bist eine Frau, du hast doch garantiert keine Ahnung von Metal. Und du hast keine Ahnung von Frauen. Punkt Nummer 5, und den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ihr regt euch drüber auf, man wird als Kumpeltyp angesehen, weil man gerne Kutte trägt und Bier trinkt. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Auf Festivals gibt es die coolsten Shirts nur für Männer. In der EMP Signature Collection findet ihr Bikinis, Bandshirts und auch Kleider, habe ich euch alles in der Infobox verlinkt. Punkt Nummer 7 ist auch ein häufiger Kommentar von euch. Wenn wir auf Konzerte gehen, dann sind oftmals die Männer größer und stellen sich dann natürlich genau direkt vor einen, dass man die Bühne nicht mehr so gut sehen kann. Und der letzte Punkt ist Nummer 8. Da kann ich tatsächlich auch ein Lied von singen, wenn du aus dem Moshpit gezogen wirst, weil die Männer denken, du bist aus Versehen da reingeraten. Ist lieb gemeint, aber vielleicht wollen wir auch einfach nur mal Gas geben.